Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. So. Wo sind wir denn letztens stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten hier noch ein Wohngebiet angefangen, richtig? In dem auch so ein paar Leute einziehen, sehe ich gerade. Das ist auch gar nicht mehr so schlecht. So, und dann, was hatte ich denn geplant? Irgendwas hatte ich bestimmt geplant gehabt. Ja gut, das hier läuft weiter, kann das auch nichts ändern. Ich wollte bestimmt hier. Habe ich den mittlerweile? Oder habe ich nicht? Ja, 5000 Quadrat Tourismusspezialisierung auf. Ach so, hier ist ja alles weg jetzt, ne? Das muss ich ja erstmal neu bauen jetzt hier wieder. Dem ich ja blöderweise eigentlich alles gelöscht habe, was da war. War so gut wie. Tourismus-Spezialisierung und Freizeitspezialisierung. Heute existiert bereits. Was ist das? Ja, was ist das hier? Luxusziel, baue sich einen internationalen Flughafen. Okay. Einen internationalen Flughafen kann ich glaube noch nicht bauen, ne? Ne. Das dauert hier noch kurz. Ein kurzes Stückchen. Bis zum internationalen Flughafen. Die haben alle noch nicht so richtig Strom. Das liegt doch vielleicht daran. Dass ihr nicht so richtig verbunden seid. Hier muss doch Strom da sein. Ja, ist auch. Okay, guck mal weiter kurz. Haben wir denn hier? Industriegebiet mit 10.000 Quadraten abgebaut. Okay. Gesundheit unter 20%. Bürgergesundheit unter 20, wo ist es meine Bürgergesundheit aktuell? Ja, da muss ich ja niedrig schon. Das krieg ich ja nie hin. Shopping runter. Dato erinnert die Leute ständig an Glücksseele. Etwas zu fragen am Anfang für Bau. Da muss ich Minusgeld haben. Was ist das denn für ein Scheiß? Fülle drei Instanzen für den Friedhof. Okay. Was ist das denn hier? Drei Instanzen mit Friedhof füllen. Muss doch weniger verbrennen eigentlich, oder? Friedhof ist 39%. Das heißt, ich müsste sozusagen sowas sagen wie hier. Ne, das ne. Okay, guck mal weiter, was gibt's denn noch? Das ist interessant. Schick alle Steuersätze höchstens 4%. Alle Steuersätze höchstens 4%, das könnte man mal machen. Das wäre natürlich was, um neue Einwohner reinzuziehen. Wir senken jetzt einfach alle Steuern. Damit verdiene ich zwar weniger. Aber umso mehr Leute kommen. Das ist ja minus 20.000.
20 Wochen lang unterhalten. Minus 70.000 am Tag. Ganz schön heftig. Mühlberge. Vor den Netlay rüber. Sollte eigentlich gut versorgt sein hier. Wüsste es nicht, wo das Problem liegt. So. So. Wollen wir das mal jetzt machen, wo noch ein kleines bisschen Geld da ist? Wo ich hier komplett alles verschwenden werde. Wasser haben wir? Nee. Jetzt haben wir Wasser. So, dann muss ich mal kurz anhalten. Ich möchte das hier mal abreißen. Und dafür muss dann jetzt... Eine Gans. So ist besser. Halt, Frau Falschrum. So. Und so. Alles schön mit Lärmschutzwand. Damit ja auch ja kein Krach rauskommt. So. So ist fein. Guck mal, ich hab was vergessen. Ein Gebäude ist abgebrannt. Aber wir haben hier ganz viele... Nee. Haben wir nicht. Das ist ja höchst interessant. Prozent voll. Ich muss hier auch gleich ausladen und die zwei tun wir mal stoppen. Ach, guck. Plötzlich kommen die ganzen Leute. Können wir nämlich jetzt auch internationalen Flughafen bauen? Das ist da eigentlich alles, was ich wollte. Was war denn drehen gleich noch? Hab ich doch letztens mal rausgefunden gehabt. Das war irgendeine Taste, war das. Ja. Irgendeine Taste musste ich drücken und dann konnte ich was drehen. So, Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Also müsste ich jetzt sagen, hier erstmal eine Straße bauen.
Danach kann ich das da platzieren. Jetzt Gefälle zu steil. Was ist denn hier? Landschaft. Okay. Wie ist das, wenn ich das weiter umsetze? Funktioniert es vielleicht? Was ist so hier? Oh. Das geht. So, dann müssen wir jetzt bloß hier ein ausgeklügeltes Verkehrssystem hinführen. Zwar bestehend aus allen Verkehrsträgern, die wir noch haben. Das da. Eine U-Bahn-Station und ich möchte auch das da haben. Da habe ich nämlich alles, was noch geht, ist hier. Die Straße möchte ich unter anderem hier anschließen. Und nee, wie war denn das jetzt? Jetzt müssen wir stark planen. So, auf jeden Fall diesen Eisenbahnnetz hier mit dran. Jetzt mit der Eisenbahn hergesehen müssen wir. So eine Kurve gehen. So. Das ist unsere Eisenbahn, die fährt dann oben schön auf die Strecke drauf ohne Probleme. U-Bahn machen wir als letztes. So schön, dass hier eine Brücke ist, hä? Das bauen wir ein bisschen anders. Das wird ab sofort nämlich so eine durchgehende Strecke. Und hier gehen wir in den Keller. Wie war denn gleich noch nach unten jetzt? Ach, Bild down, ne? So. Nur aus der anderen Richtung gehen wir hier raus. Aber auch nach unten. Und so. So ist unser neues Verkehrskonzept der Eisenbahn. Ja, lassen wir langsam weiterlaufen. Fahr das schon mal der Zug hin. Aber wir brauchen jetzt hier noch eine Autobahnabfahrt.
Zu uns, war am besten sowas. Ich weiß, es sieht sehr groß aus, aber wir machen das gleich anders. Ach Quatsch, was ist das denn? So. Mann, nee. So nicht. Obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.